Mein Name ist Matthias Hüls, ich bin Geologe und hier im Leibniz-Labor verantwortlich für die Probenaufbereitung und Datierung, Berichtung von C14-Altersdatierungen. Die C14-Methode ist ein Verfahren zur Altersbestimmung kohlenstoffhaltiger Materialien. Diese Methode wurde entwickelt Ende der 40er Jahre in den Vereinigten Staaten. Kohlenstoff enthält drei Isotope. Davon sind zwei Isotope stabil und kommen zu nahezu 100% in der Natur vor. Das dritte Isotop, 14C, das heißt Kohlenstoff mit der Masse 14, ist ein instabiles Isotop und sehr selten. Das heißt, auf eine Billion Kohlenstoff 12 Atome kommt ein Kohlenstoff 14 Atom. Kohlenstoff 14 wird in der oberen Atmosphäre gebildet durch kosmische Einstrahlung. Dabei werden Neutronenstrahlung frei, die bewirken bei dem Kontakt mit Stickstoff, das auch die Masse 14 hat, dass ein Proton aus dem Atomkern entfernt wird, sodass ein Stickstoffatom mit der Masse 14 zu einem Kohlenstoffatom mit der Masse 14 wird. C12 wird in Form von CO2 in der oberen Atmosphäre dann verbreitet sich in der Biosphäre, wird also von Pflanzen aufgenommen, löst sich im Ozean und wird dann über die Nahrungsaufnahme von Tieren in tierische Materie umgesetzt. Dieser Austausch mit der Atmosphäre findet so lange statt, wie ein Organismus lebt und endet mit dem Tod des Organismus. Wenn man jetzt eine unbekannte kohlenstoffhaltige Substanz misst, das heißt den C14-Gehalt bestimmt, lässt sich damit bestimmen, wie lange es her ist, dass dieser Austausch mit der oberen Atmosphäre stattgefunden hat. Heutzutage wird C14 meist mit der Massenspektrometrie gemessen. Das heißt, mit Beschleuniger-Massenspektrometern lässt sich der C14-Gehalt direkt in einer kohlenstoffhaltigen Substanz bestimmen. Es werden direkt alle drei Kohlenstoffisotope gemessen. Dafür benötigt man so zwischen einem halben Milligramm und einem Milligramm Probenmaterial. Das ist natürlich sehr gering. Bevor wir so eine Messung allerdings durchführen können, sind einige Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen. Wir müssen eine Probe, bevor sie gemessen wird, aufbereiten. Das heißt, wir müssen Substanzen entfernen, die nicht zu dieser Probe gehören. Man kann sich vorstellen, wenn eine Probe zum Beispiel im Boden gelegen hat, dann können dort organische oder anorganische Substanzen mit an der Probe anheften, die entfernt werden sollten. Wenn wir das nicht tun würden, würden wir ein Alter bestimmen, was unter Umständen dann eben zu alt oder eben zu jung wäre. Also mit der Massenbeschleunigerspektrometrie lassen sich Proben bestimmen bis zu einem Alter um die 50.000 Jahre. Darüber hinaus wird es eben schwierig, weil die Hintergrundkonzentration von C14 in so alten Proben zu groß wird, um eben noch genau eine Messung durchführen zu können. Die Messung wird relativ durchgeführt, das heißt, die C14-Konzentration einer unbekannten Probe wird immer gegen einen modernen Standard gemessen und in Prozent ausgedrückt. Prozent moderner Kohlenstoff, abgekürzt im Englischen Percent Modern Carbon, PMC. Das heißt, eine moderne Probe enthält zu 100% bzw. mehr C14 und eine ganz alte Probe eben entsprechend wenig. Sehr alte Proben dann weniger als 1%. Und bei diesen sehr alten Proben von weniger als 1%, da wird der Hintergrund, der sogenannte Background, eben problematisch, sodass Proben, die älter als 50.000 Jahre sind, nicht mehr so zuverlässig gemessen werden können. Also im Prinzip messen wir die C14-Konzentration in einer Probe und berechnen darüber das Alter, wann dieser Austausch mit der Atmosphäre, mit dem damalig modernen Kohlenstoff, wann der geendet hat.
Wir gehen also davon aus, dass auch in der Vergangenheit C14-Konzentration in der Atmosphäre in einer ähnlichen Größenordnung oder genauso groß war wie zum Zeitpunkt der Festlegung dieser Methode. Zum einen ist das nicht hundertprozentig der Fall gewesen, es kam also zu Schwankungen. Und zum anderen kommt es eben dazu, dass CO2 im Ozean zum Beispiel gelöst wird und die Konzentration im Ozean selber, in der oberen Wasserschicht, damit eine Mischung darstellt aus Kohlenstoff aus der Atmosphäre und Kohlenstoff, der eben vertikal oder lateral transportiert worden ist und schon älter ist. Im Mittel hat also so eine Oberflächenwasserschicht eine ältere Alterssignatur, ist also scheinbar älter, als es eigentlich ist. Organismen, die in diesem Milieu leben, nehmen den Kohlenstoff natürlich auf und können darüber dann ein sogenanntes Reservoiralter haben, das heißt älter sein, als sie eigentlich sind. Moderner Fisch im Ozean kann also unter Umständen eine Alterssignatur von 400 Jahren aufweisen. Oder Fisch aus Flüssen oder aus Seen kann Alterssignaturen aufweisen bis zu 1000 Jahre, 1500 Jahre. Kurios ist zum Beispiel Fisch, den man im Toten Meer findet, dass der Alterssignaturen bis zu 4.000, 5.000 Jahren aufweisen kann. Der lebt, ist also und trotzdem so alt. Wenn jetzt Menschen Nahrung aufnehmen, die ein Reservoiralter enthalten, dann nehmen sie den Kohlenstoff auf und bauen ihn in eigene Materie um, eigene Substanz, eigenes Gewebe. Und wenn man jetzt menschliche Überreste aus der Vergangenheit misst, dann kann es dazu kommen, dass man feststellen muss, dass menschliche Überreste im Vergleich zu zeitgleich tierischen Überresten ein sogenanntes Reservoiralter aufweisen, also älter sind. Und das lässt sich eben zum Beispiel über solche Reservoiralter, die über die Nahrung aufgenommen werden, erklären.